Seitdem Jahr 2006 wird die Schule nach dem Humanisten, Pädagogen, Mediziner und Lexikografen Georg Henisch benannt. Unser Gymnasium bietet allgemeine Ausbildung. Seit der dritten Klasse verläuft der Unterricht nach den alternativen Lehrplänen. Die Studenten wählen sich die Fächer nach ihrem Interesse fürs Hochschulstudium tätig im Schulradio und in der Schulzeitschrift Kinosch. Alljährlich in Fasching wird ein Studentenball organisiert. Seit 8 Jahren haben wir einen Rezitationswettbewerb unter dem Titel Das literarische Weimar. Weimar ist bedeutende Stadt nicht nur für die deutsche Kultur, sondern auch für die deutsche Geschichte. Ich habe meine Aufgabe erfüllt, als ich in Budapest war, 1982 bis 1985, gab es das Problem, dass viele Menschen aus der damaligen DDR in den Westen wollten. Deutschland war ja seit dem Zweiten Weltkrieg geteilt in 2 Hälften, aber ganz Europa war auch geteilt. Es gab Westeuropa, da war die NATO, da war die Europäische Gemeinschaft, was jetzt die Europäische Union ist. Und es gab Osteuropa und Osteuropa war dominiert durch die Sowjetunion. Und da gab es den Comecon, das war das Gegenstück zur Europäischen Gemeinschaft, und den Warschauer Pakt oder Warschauer Vertrag, das war das Gegenstück zur NATO. So, die standen sich feindlich gegenüber über mehr als 40 Jahre und die Entwicklung in den Ländern, je nachdem ob West oder Ost, waren sehr unterschiedlich. Sie waren vor allen Dingen auch wirtschaftlich sehr unterschiedlich, weil im Westen